Willkommen bei Darmvita. Heute geht es ums Thema der Nieren und was wir für Symptome bekommen, wenn die Niere schwach wird und schlecht ausleitet. Bleibt dran! Unsere Nieren haben einfach viel Arbeit. Sie filtern das gesamte Blut und leiten über den Harn sämtliche Abfallstoffe aus. Kann die Niere nicht ausleiten, bleiben Abfallstoffe drin. Wir lagern dann Abfallstoffe im Körper ab und der Blutdruck rutscht nach oben. Das ist das typische Verschlackungsproblem, wo über den Harn die Ausleitung schlecht wird. Was haben wir sonst noch für Probleme, wenn die Niere schwach wird? Von Schlaflosigkeit über Osteoporose, über schwachen unteren Rücken, über schwache Beine, über Knieschmerzen, kalte Füße, das gehört alles zur Niere, wird alles dorthin noch zugeordnet. In der chinesischen Medizin ist auch noch das Ergrauen der Haare dabei, was der Niere zugeordnet wird. Wenn wir früh graue Haare bekommen, haben wir wenig Kraft in der Niere und auch die Schwerhörigkeit im Alter und der Tinnitus wird auch noch der Niere zugeordnet. So, und jetzt schauen wir, was wir für die Nieren tun können, damit es uns besser geht. Die Niere braucht am besten 2 bis 3 Mal am Tag ein gekochtes, warmes, mineralstoffreiches Essen. Da kommen wieder die Samen ins Spiel. Hirse, Buchweizen, Quinoa, Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen. Und nachdem die Niere ja ein nierenförmiges Organ ist, auch alle Nahrungsmittel, die so ähnlich ausschauen, wie zum Beispiel die Bohnen, schwarze Linsen und schwarzer Sesam sind sehr stark Nierenenergie stärkend und passen sehr gut für die Niere. Wir schauen auch bei der Niere, dass wir gut Mineralstoffe zuführen. Sämtliche Mineralien, die organischen und die anorganischen, unterstützen den Prozess, um die Niere zu erhalten und die Niere zu schonen. Dann brauchen wir noch die Antioxidantien, die ganzen roten Beeren. Auch das ist stärkend für die kapillare Durchblutung in der Niere. Und noch zu berücksichtigen, wenn wir kalte Füße haben, braucht es immer ansteigende warme Fußbäder, damit wir spüren, dass es von den Beinen her wirklich warm im Körper wird. Viele Leute haben ja im Körper so eine starke Kälte, von den Nieren ausgehend eine starke Kälte, dass sie auch sagen, mir ist es um die Nieren kalt. In dem Fall ist die Niere schwach und es ist ganz wichtig, mit warmen Fußbädern die Nierenkraft wieder zu verbessern und zu verstärken. Also niemals schlafen gehen, wenn man nicht vorher ein warmes, ansteigendes Fußbad gemacht hat. Und dann haben wir noch einen Faktor, das ist die emotionalen Belastungen. Warum kommt es eigentlich zu dieser Nierenschwäche? Und das sind die Emotionen. Alles, was mir emotional an die Niere geht, meistens sind es Beziehungsprobleme. Es kann aber auch die Arbeit sein und der Stress in der Arbeit sein, der mir die Nierenkraft raubt, dass ich so richtig müde und erschöpft werde. Leute, die dauernd unter Stress sind, fallen ganz leicht in ein Burnout. Die haben in Kombination immer auch eine Nierenschwäche dabei. Also wenn wir das vermeiden wollen, achten wir auf die Nieren und bauen wir die Nieren gut auf und stärken sie gut. Und jetzt von Mitte November bis Mitte Jänner ist die beste Zeit, Nierenenergie zu stärken. Das ist genau der Niere zugeordnet. Das Wasser in der Natur zieht sich in den Boden zurück und auch das Wasser in uns zieht sich sozusagen in die Niere zurück. Und jetzt achten wir darauf, dass wir früh schlafen gehen. Wir sollten um 9 Uhr am Abend schon in der Wärme sein und liegend sein und ruhen und rasten. Denn wenn wir jetzt die Nierenenergie gut aufbauen über den Winter, dann sind wir im Februar, wenn der Frühling kommt, richtig fit, haben ein starkes Immunsystem und sind gut drauf mit der Frühlingsenergie, sind wieder kreativ und können wieder etwas bewegen. Aber jetzt braucht sozusagen den leichten Winterschlaf. Viel Erfolg!